Hallo aus der Imtech Arena zum 19. Bundesligaspieltag. Der Hamburger SV trifft auf den Frankfurter, auf die Eintracht aus Frankfurt. So, jetzt schauen wir mal, was vorgeht in dieser Partie. Anstoß nach diesem kleinen Fehler. So, Sopi Treuber geht gleich. Da muss ich noch ganz kurz das hier. So, jetzt dürfte es flüssig laufen. Ja. Das ist Benjamin. Ja, Einwurf für die Eintracht. Schwiegler. Köhler. Zavillas. Der Grieche mit Gikas. Eintracht Frankfurt, die griechische Schießbude. So. Betreiber auf Demel, da dieser Abstoß deutlich in die Hose gegangen ist. Sehr Roberto auf Trochowski Guerrero. Oh, was macht denn da Sir Roberto? Aus. Jung. Trochowski. Ah, oh, schön gespielt von Sir Roberto. Trochowski. Ochs ist da, der erklären kann. Köhler. Halt den Top auf, Gekas. Gekas. Jarolim. Nimm ihm da den Ball. Weißt du, Mann? Truchowski. Augo. Augo. Jetzt mal vielleicht die erste Chance. Augo, Guerrero. Oh. Wieder nichts. Van Nistelrooy. Ochs. Zurzeit hat der HSV die Angriffe, aber Chancenverwertung gleich null. Noch kein einziger Schuss aufs Tor, doch einer, aber der ging auch nicht aufs Tor, das war auch nur ein Schuss. Und der war beim HSV. Köhler. Halil! Das hatten wir ja beim Tor des Jahres, der Kommentar schon, hatte schon gedacht. So, Halil! Halil, Goal! War das? Betreuer. Oh, Van Nistelrooy wieder auf Betreuer. Betreuer, was macht denn der David Jarolim? Ja, okay. So. Jetzt gibt's dann gleich mal den Kommentar zu hören. Ah ja, es war Hamid, es war ja.
Okay, warte mal. Ich noch. Okay. Hamid! So, Gigas. Ox. Forus. Killer. Foulspiel. Ganz klar und deutlich. Hamid! Nein! So, okay, warte mal. So, wartet. Gespannten Zuschauer, ihr hört auch die Stimmung in der MTK Arena. Also jetzt spiel's ab. Das hört man nicht. Man hört es nicht wirklich gut. Nein, passt schon. Ja, Tor des Jahres. Hier hätte der HSV aus dieser Chance gerade was deutlich Besseres machen können. Guerrero. Oh, Foulspiel an Guerrero. Erster Freistoß in der 43. Minute. Trochowski. Halil. Guerrero jetzt in der Nachspielzeit. Van Nistelrooy auf Piet Reuper. Nikolov ist da. Jetzt dürfte es dann gleich vorbei sein. Und jetzt ist es auch vorbei, ja. Also wir sehen uns dann bei der zweiten Hälfte in der Hymtech Arena wieder.